Hallo, heute möchte ich mit euch zusammen einen Ohrbilder bauen. Also ich möchte mehrere Suchbegriffe automatisch mit Ohr verketten lassen. Und das geht in der Bash sehr einfach. Als erstes brauche ich natürlich Synonyme. Da gibt es so Seiten wie den Open Thesaurus, der macht dann verschiedene Vorschläge wie Wutbürger, Leerdenker, Quarkdenker und so weiter. Daraus kann ich mir eine Liste machen. Und diese Liste möchte ich jetzt einfach mit Ohr verketten, um sie hinterher in einer Google-Suche oder wo auch immer verwenden zu können. Und da hilft uns natürlich der AWK. Na. So. Und diesmal nehmen wir den Printf, weil der Printf keinen Zeilenumbruch macht. Und ich möchte Dollar 0, also immer die ganze Zeile. Und danach soll das Wort Ohr kommen. Ja, die Leerzeichen muss man natürlich immer mit bedenken. Genau. Und ich habe hier auch noch so einen Fall mit Leerzeichen dazwischen. Da könnte ich das Ganze noch mit Hochkommas einschließen lassen. Das ist dann keine sehr schöne Schreibweise, aber dann wären jetzt auch die Begriffe, wo eben Leerzeichen dazwischen sind, mit Hochkommatas. Jetzt habe ich hier noch so ein abschließendes Ohr, das möchte ich natürlich nicht. Das wäre jetzt hier natürlich ein leichtes herzugehen und einfach zu sagen, ich kopiere mir diesen Bereich und fertig. Aber ich kann das natürlich auch mit Bash-Mitteln einfach entfernen. Ups. Na. Indem ich sage SED, sicherheitshalber minus R, damit die regulären Ausdrücke an sind. Ich suche nach, jetzt muss ich das klammern, wonach ich suche, nämlich nach irgendwas, also Punkt und beliebig oft, also Stern oder mindestens einmal Plus. Und dann soll ein Ohr kommen und das muss außerhalb der Klammer sein. Und jetzt sage ich, ich möchte an der Stelle die erste Klammer wieder einsetzen. Und fertig. Oh, Befehl nicht gefunden. Da ist ein. Hier, das hier ist es. Na, das war zu viel. Da soll jetzt sich das hier anschließen. Und das schließende Ohr ist nun auch weg. Ja, so einfach geht das mit der Bash. Man kann natürlich auch irgendwie ein komisches Excel-File extra aufmachen und da Tabellen, Spalteninhalte rumkopieren und so weiter. Aber man kann auch einfach eine einfache Textliste nehmen und dann auf der Bash mit zwei kleinen Befehlen das Ganze erledigen. So. Viel Spaß bei euren Recherchen. Ciao.